Ist gut, Toilettenpapier. Toilettenpapier und Zahnpasta. Ich hatte vor kurzem das ist so ein Gespräch mit meiner Frau, was ihr wichtig wäre. Pistole. Wo? Ah, okay. Maximale Reichweite, das ist cool. Fischen werde ich so schnell nicht hochkommen. Interessant. Was haben wir hier drin? Plane, ein Sandsack. Das ist das erste Mal, dass ich so ein Ding sehe. Damit kann man Sandsackbarrieren bauen. Hier ist sogar noch Strom anscheinend. Die Chips nehme ich auch mit. Auch die leckeren Mais- und Käsenudeln finde ich auch super lecker und Schokolade vor allem. Gott, würde ich Schokolade vermissen. Es gibt Sachen, die ich mehr vermissen würde tatsächlich, aber trotzdem vermissen würde ich es wahrscheinlich schon. Das Faszinierende ist ja, man denkt, man braucht diese Sachen zum Leben. Wenn man sie aber plötzlich wirklich nicht mehr zur Verfügung hat, gewöhnt man sich da einfach dran, dass man sie nicht mehr hat. Dann ist auch okay. Vor allem, wenn man weiß, dass man nicht dran kommt, dann ist das wieder was anderes, wie wenn man einfach nur drauf verzichtet. Es ist sehr, sehr spät. Das ist sehr, sehr schlecht, was ich hier mache. Okay, das lassen wir mal fallen. Wo ist die blöde Schüssel? Da ist ein Fehler, hab den gerade gesehen. Mit dem Mais. Oder ist das wie stark das verrottet das auch so langsam. Den könnte ich rein theoretisch dazugeben. Will ich aber nicht. Okay, das gibt mir jetzt gleich wieder ein bisschen Energie. So geht's schneller. Und wenn ich unglücklich werde, ist es scheißegal gerade. Meile gibt's nur einmal im Jahr schließlich. Bin glaube ich noch nie so nachts rumgerannt, oder?
Ah, schon kann ich laufen, weil ich ein klein bisschen leichter geworden bin. Weil ich die Axt in die Hand genommen habe. Das ist lustig. Wo ist die Kuh? Die Kohlköpfe kann ich ja noch essen. Bis zu voll zum Essen. Okay, das ist gut. Wenn es noch ein bisschen hält. Wollte kurz die Katze rauslassen. Verfolgt werde ich schon mal nicht, das ist gut. Auf den Kampf will ich mich jetzt aber auch nicht einlassen. Ich muss meine Hochachtung dem Typen aussprechen, wenn ich bedenke, was der alles in seinem Rucksack hat. Und er kann immer noch rennen. Und das ziemlich ausdauernd. Okay, wieder 200 Gramm weg. Aber wisst ihr, es verteilt sich ja nur um. Es ist ja nicht so, dass es... Wenn ihr was esst, dann ist das ja nicht weg. Das ist nur in euch drin. Das ist der einzige Unterschied. Das war bei Stalker damals auch schon so. Wenn ihr einfach was gegessen habt, dann war das Gewicht auch weg. Ist aber in den meisten Spielen so. Du bist nicht leichter. Du hast das Gewicht ja immer noch bei dir. Aber ich glaube, das ist dann ein bisschen... Das wird dann richtig tricky, das alles einzuprogrammieren. Obwohl, Schmerzpillen brauche ich echt nicht. Eigentlich wollte ich ja mit einem Zelt auf Reisen gehen, aber ich glaube, das lasse ich. Solange, wenn man einen festen Wohnsitz hat, ich könnte mir auch irgendwo noch einen zweiten Wohnsitz aufbauen. Irgendwo da oben. Aber da, es wird auch sehr dafür plädiert, dass man das machen sollte. Ich muss aber sagen, das stört mich so ein bisschen. Denn wenn ich dann nicht da bin, dann machen die vielleicht meinen ganzen Stützpunkt kaputt und da habe ich keinen Bock drauf. Das nervt mich dann, wenn ich wiederkomme und alles zerstört ist, aus Gründen, die keiner versteht, weil die halt alles einfach angreifen. Wirklich grundlos. Ein Zombie hat keinen Grund, hier diesen Palisadenwall anzugreifen, wenn er nicht weiß, dass ich dahinter bin. Habe ich nur den verrotteten Mais, glaube ich, dabei. Was ist hier eigentlich? Habe ich denn das gegessen? Egal, ich gehe jetzt erstmal schlafen. Morgen früh kümmern wir uns um den Rest. Oh, mein Wecker ist nicht mehr da, ich verstehe. Dann schlafe ich halt länger. Dass der aber auch immer den Falschen kaputt macht, das verstehe ich nicht. Oder fast immer. Erstmal muss der Reifen weg. Oh, die Tasse wollte ich noch wegschmeißen, fällt mir gerade ein. Da ist der Mais. Ach, ich bin unglücklich, deshalb bin ich langsamer.
Ich habe mich schon gewundert, warum braucht das alles so lange? Aber ich bin gerade unglücklich. Unglücklich brauchen deine Aktionen länger. Werkzeuge. Seil kann da rein. So, ein bisschen Hefe. Doch, da. Der Kaffee kann gleich raus. Mein Kaffee. Wir haben übrigens im Urlaub kolumbianischen Kaffee gekauft. Mir ist es relativ egal, meine Frau hat sich sehr gefreut. Oh, nur einmal Chips. Dauert nicht mehr lange, dann ist das Ding voll. Mit Chips. Wird das schön. Pasta und Reis habe ich, glaube ich, gar nicht gefunden, oder? Das sieht nicht so aus. Bisschen was zu trinken. Der Rotwein noch. Die Naschschublade ist fast voll. Die Rahmnudeln kommen noch hier irgendwo rein. Und der Teebeutel. Ich habe gar keine Rahmnudeln. Oh, hoppla. Halt die Erdnussbutter aber noch. So, zurück zu den Sachen hier. Bohnen und Grundsachen. Verarbeitete Sachen. Für die Käse wird kein Platz mehr sein, genau. Wird besser. Viel besser. Nägel, die. Ein bisschen Kram wird wieder. Muss ich wieder wegschmeißen, weil ich sie einfach nicht brauche. Gute verrottete Mais. Ich bin gerade eigentlich, ich habe hier drin ja noch was. Was ist daraus geworden? Ach, das sind Äpfelpflanzen, okay. Habe ich ganz vergessen. Ich nehme mal ein bisschen Antidepressiva mit. Kann ich, glaube ich, mittlerweile ganz gut gebrauchen. Jetzt sind wir wahrscheinlich richtig schön unzufrieden. Ja, Realität wird vergessen.
Kartoffeln sind wenigstens nicht so kalorienreich. Wir sind kurz davor, fett zu werden. Das liegt am Antidepressivum. Eindeutig. Ja, piss dich. Hey, hey, ui. Depressiv und aber stark. Nö. Ich habe eigentlich genug, dass ich die scharfen Waffen behalten kann, von daher lohnt es sich aus meinem Sinn, aus meiner Sicht überhaupt nicht, wieder auf Baseballschläger umzusteigen. Ich fahre gut mit den Waffen und mit dieser Waffe und das ist halt eine starke Waffe. Okay, hier waren wir auf jeden Fall. Das war diese Wohnsiedlung. Aber es kann doch nicht sein, dass es hier wirklich immer weiter geht. Ich finde hier halt immer mehr Zeug. Ach, die war schon tot. Lippenstift. Wert des Lippenstifts wahrscheinlich deutlich geringer als der von dem Ring. Egal, ob es ein wertvoller Ring ist oder nicht. Ui! Hallo! Ich fürchte, ich muss noch eine antidepressive Tablette einnehmen. Also richtig hat die nicht gewirkt, habe ich das Gefühl. Die sind so depressiv, dass sie gar nichts mehr bringen. Das war die... Nee, war ich hier schon? Oh, hier sind auch noch Bücher. Hier war ich das letzte Mal. Hier geht's aber irgendwie nicht hoch, oder? Das ist doch ein Haus mit zwei Stockwerken, aber man kommt nicht hoch. Oh, vielleicht doch nicht. Genau hier wollte ich ursprünglich lang. Vielleicht warte ich da doch bis zum nächsten Mal. Weil da nehme ich dann ein Zelt mit. Besorgt. Küchenmesser brauche ich auch überhaupt nicht. Chips. Warum wird die Depressivität nicht besser?
Vielleicht. Aber die eine, das eine war so extrem schwer. Haben wir denn hier noch irgendwas Schönes, außer Seife? Und das Taschentuch ist eigentlich auch nützlich. Kann man das eigentlich auch zerlegen? Nee. Und auch Salz ist eigentlich was. Achso, habe ich jetzt eigentlich fertig geredet darüber? Über das, was ich mit meiner Frau gesagt habe. Also ihr ist Zahnpasta ganz wichtig. Ich habe gesagt, ja, wenn man Hamsterkäufer macht, dann ist Essen erstmal wichtig. Du wartest einfach, bis die Leute alle sterben und klaust dann denen ihre Vorräte. Und ich glaube, Zahnpasta werden sich die wenigsten so richtig mit eindecken. Das wirst du wahrscheinlich später immer noch im Laden kriegen. Während die meisten Leute solche... Ich habe gesagt, man sollte auf jeden Fall Konserven mitnehmen. Sie kauft Konserven und anderes Zeug und ich werde Baumaterial kaufen. Warum Baumaterial? Du kommst später nicht mehr so einfach ran. Wenn die Zombies dann über die Straßen laufen und du dein Haus mit Stein zu pflastern willst, wirst du da nicht so einfach rankommen. Oder mit Beton. Deshalb Baumaterial. Klingt logisch, oder? Man braucht auch nicht mehr auf irgendwelche Regeln achten. Pass auf. Du denkst, die Zombie-Apokalypse bricht an, du fängst an, Leute umzubringen und dann stellst dich raus. Oh ja, haben wir uns geirrt. Mist! Was mache ich jetzt? Durch diesen blöden Coronavirus darf meine Frau jetzt auch ihr Studium, zieht sich das wieder in die Länge, weil sie jetzt nicht anfangen darf in... Das müsste jetzt eigentlich am Mittwoch schon losgehen. Verschiebt sich jetzt aber auf den 20.04., dass das losgeht. Das Ärgerliche ist, sie muss gar nicht in die scheiß Fachhochschule. Also einmal was anmelden und den Rest kann sie zu Hause machen. Das ist so beschissen. Es verschiebt sich das alles noch mehr nach hinten. Nur weil die Leute sich wieder in die Hose kacken wegen irgendwelchen Mist. Besser. Komm ich mir unten hin? Ja, ich habe das 4 Kilo zu viel, das ist okay. Wenn ich eine Axt wegschmeiße, bin ich fast im Gewicht. Ich glaube, beim schweren Spiel war ich ja auch mal hier irgendwo in der Umgebung. Hätte ich damals was sammeln können, essenstechnisch. Und wäre es halt nicht so, dass man absolut nichts sammeln kann in der Zeit, dann hätte ich ja ganz gute Chancen gehabt dann erstmal. Wenn du die Zombies abgeschüttelt hast, du brauchst ja eigentlich... Du brauchst eine Säge, eine Axt kannst du dir notfalls machen. Eine Säge ist halt unerlässlich und lege. Dann kannst du dir eine Basis bauen. Irgendwann.
Altkabel wollte ich gar nicht. Den brauche ich jetzt aber nicht. Eigentlich schon, aber... Ich überlege langsam echt, ob ich das jetzt erstmal das Spiel so sein lasse, wie es ist. Noch die ganzen anderen Sachen machen, Winter's Coming und so. Vielleicht nochmal versuche, ein schöner Tag und so und sowas. Und das Spiel dann erstmal sein lasse. Weil wenn ich dann nämlich anfange mit dem Server, dann ist es wie mit Sea Billions. Als ich damals die Kampagne gespielt habe und noch so gespielt, das war dann einfach zu viel. Oh, hier geht's gar nicht weiter. Was genau ist das hier rechts? Jetzt will ich dahin. Ach, das ist diese das ist diese blöde Wohngegend. Ich weiß es. Eine Schüssel und eine Pfanne wären auch nicht schlecht, oder ein Bräter, damit man dann, wenn man im Freien ist, noch was kochen kann. Ansonsten ein Zelt. Na, eigentlich brauchen wir bloß ein Zelt. Oh, wir sind nicht mehr depressiv. Ein Zelt ist auch wichtig, wenn man keine Basis hat. Es bietet absolut keinen Schutz, weil man steht ja eh bloß daneben. Aber trotzdem ist ein Zelt wichtig. Du musst nämlich irgendwo auch schlafen können. Ansonsten, bestimmte Sachen kriegst du mit der Zeit zusammen. Saatgut. Du brauchst rein theoretisch nur ein einziges Mal Saatgut finden und eine Wasserflasche. Und dann kannst du dir rein theoretisch endlos Essen machen. Das Problem ist halt, dass du mitten im Winter anfängst. Und das ist halt echt nicht schön. Weil du halt nichts sammeln kannst. Und du hast halt auch keine Vorräte und... Die Straßen sind halt einfach nur scheiße überfüllt. Mehr ist es eigentlich auch nicht. Das ist aus meiner Sicht das größte Problem, dass die Straßen so extrem überfüllt sind, weil... Bei 6 Monate später. Und wie weit sind wir jetzt schon... 4 Monate und wir haben nicht mal annähernd diesen Zustand. Ich werde wahrscheinlich die Aufnahme ganz kleines bisschen kürzer machen. Ich glaube aber auch, ich habe so langsam alles von dem Spiel ausgereizt, was man so kann. Ich kann auch in eine andere Stadt fahren, aber das hebe ich mir vielleicht für irgendwann anders mal auf. Ich koche mal noch schnell was. Kartoffel. Kohl. Kohl ist übrigens nicht zu verachten. Kohl ist gar nicht so schlecht. Also auch im echten Leben, ich esse sowas ganz gern. Gebückeltes Fleisch. Der Typ lebt besser als ich. So, Süßigkeiten. Haben wir da welche? Natürlich haben wir Süßigkeiten. Ohne Süßigkeiten ist das Leben nicht lebenswert. Doch, ist es auch, aber Süßigkeiten machen das Leben süßer. Das ist auch sehr schön. So, Pfeffer und Salz. Da ist der Kaffee, den ich hätte weggefahren. Ja, da ist der Reis.
Reis wiegt halt unglaublich viel. Ohne Kaffee komme ich ganz gut klar. Mittlerweile habe ich mich auch daran gewöhnt, dass ich nicht mehr ständig Energy Drinks trinke. Ist auch besser geworden. Packen wir mal schnell alles aus. Ah, hier fehlt mir so ein Knopf, alles auspacken. Schlechteren Sachen beziehungsweise verarbeitete. Hefe hatte ich da auch. Wo war das Loch? Gefunden. Schnell das Gammelzeug raus. Auch etliches wieder. Saat kann ich rauspacken. Den Rest machen wir morgen früh. Beziehungsweise muss ich da jetzt erstmal okay, ich habe sie doch nicht zerlegt, ich habe nur den Alarm ausgemacht. Ich vermute, weil ich ja die Sache gemacht habe mit dem Durchschlafen. Mir fehlt auch noch so viel Schlaf. Taschentuch und Seife. Könnt auch erstmal wieder rein. So, Draht, da brauchen wir das Kabel auch mit rein. Müllsack. Salz und Teebeutel. Und der Hering. Salz haben wir denn jetzt? Ein bisschen mehr Salz als Pfeffer. Oh, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Salz und Pfeffer, Salz würde ich wahrscheinlich eher nehmen, obwohl ich Pfeffer auch ganz gerne mag. Zombies hier haben auch stark nachgelassen, habe ich das Gefühl. Ich hatte doch lange einen Schiss gekriegt, weil ich alle umgelegt habe. Sagte er und wurde gebissen. Es schadet uns auch langsam.
Wie steht's um unser Gewicht? Sind wir schon fett? Jep. Sind schon übergewichtig. Geht immer stramm nach oben. Aber stämmig sind wir auch. Ja, der gute Kohl. Wie gesagt, eigentlich ist es echt gut, dass wir dieses Huhn nehmen. Ich sollte mal echt überlegen, ob ich jetzt doch anfangen möchte mit, Obwohl, nee. Ich sag mal Folgendes. Ich höre es mit dem Let's Play bald auf. Ich werde jetzt nochmal solche Sachen machen wie ein schöner Tag und du hast einen Tag. Aber ansonsten ist das Let's Play für mich erstmal vorbei, würde ich sagen. Da können wir uns nämlich an anderen Sachen orientieren, was ich echt gut fände. Ich meine, das Spiel wird irgendwie nicht schwerer, habe ich das Gefühl. Wir sind jetzt hier auf diesem Stand und der bleibt. Also ich bin schön dabei, immer mehr Sachen zu ziehen. Aber für wen mache ich das denn? Ich meine, ich werde das Spiel nicht löschen, denn das kostet nicht so viel Speicherplatz. Das ist okay, ich habe ein paar andere geladen, die deutlich mehr brauchen. Wow, der ist aber schnell voll. Klar, ich werde es wahrscheinlich irgendwann wieder in die Hände nehmen, aber ich werde jetzt erstmal eine ganz lange Pause davon machen, wenn ich dann die anderen Sachen gemacht habe. Wie spät ist es? Okay, dann habe ich zwei ein bisschen längere Folgen, da würde ich sagen, das war Let's Play Project Zombie für heute. Wie gesagt, ich werde jetzt die ganzen Sachen noch so mal ein klein bisschen anspielen, noch ein bisschen. Die Hütte im Wald werde ich nicht nochmal machen, weil ich einfach nicht speichern kann. Ansonsten würde ich das wahrscheinlich sehr, sehr weit schaffen. Ich bin gut in solchen Spielen. Das weiß ich. Dann ciao mit Wichtlein TV und wir sehen uns das nächste Mal. Ich meine, ist zwar ärgerlich, ich habe jetzt einen echt weit gelevelten Charakter, aber es ist jetzt März. Vielleicht mache ich nächstes Jahr in diesem Speicherstand weiter. Bis zum nächsten Mal. Bye, Leute. Und wie gesagt, das Let's Play ist noch nicht vorbei. Ich will ja noch die anderen Sachen alles machen. Tschüss.